Was mir an dem Joanda besonders gut gefällt, ist, dass ich zum einen eine sehr leichte Benutzeroberfläche, eine sehr einfach zu bedienende UI habe, aber trotzdem eine Schicht darunter deutlich mehr damit machen kann. Dass ich eine Programmierung per Python übernehmen kann, dass ich die Möglichkeit habe, deutlich mehr über das hinaus zu machen, was mir eben die für den Anfänger hervorragend geeignete Benutzeroberfläche im Standard zur Verfügung stellt. In Verbindung mit den UMAX von Joanda haben wir einen ganz großen Vorteil. Wir haben auf den Maschinen verschiedene UMAX platziert. Und wenn ich den Roboter vor die Maschine fahre und platziere, ist es für mich nicht wichtig, dass ich aufs Müh genau den Roboter immer wieder gleich platziere. Zu Beginn fährt der Roboterarm mit der integrierten Kamera zum UMAX, scannt diesen ab und auf Basis dessen kann es alles, das gesamte Koordinatensystem darauf anpassen. Das ist ein gigantischer Vorteil gegenüber anderen kollaborierenden Robotern, die ich nämlich eigentlich nach jedem Mal umsetzen neu einteachen muss, damit ich wieder exakt die gleiche Position habe. Wir haben mit der Vision Laser Technik einen extrem innovativen Partner gefunden, der nicht nur an eine Integration denkt, sondern auch noch an morgen. Das Besondere ist, dass wir hier Robotik-Expertise schon seit Jahren vorfinden und man sich einfach auskennt mit Robotern und trotzdem überrascht sein kann über das, was Roboter noch können und was sie noch leisten können. Denn mit smarter Robotik wie dem U sieht man auch noch, dass Potenzial nach oben ist und andere und neue Bereiche erschlossen werden können. Der Vorteil ist es natürlich, dass ich einen Roboter an verschiedenen Arbeitsplätzen einsetzen kann. Das heißt, heute könnte er beispielsweise an einer Laserbeschriftungsanlage stehen, er könnte aber auch in der nächsten Schicht beispielsweise an einer CNC-Maschine eingesetzt werden und dort dann eine unbemannte zweite oder dritte Schicht übernehmen.